Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, Herr Staatsminister Roth, man hat den Eindruck, wenn man Sie hört, dass Sie zur Förderung von demokratischen Strukturen, von Rechtsstaat diesen Einsatz in Somalia machen, hat man wirklich den Eindruck, Sie haben überhaupt keine Kenntnis über die Realität und über die Situation in Somalia. Sie unterstützen mit dieser Ausbildungsmission ein islamistisch-autoritäres Regime, was die Scharia über alle Gesetze im Land gestellt hat, in der Verfassung. Sie unterstützen ein Regime, wo die sogenannten Gerichte die Todesstrafe verhängen, wo sexuelle Minderheiten verfolgt werden, wo ein Abtreibungsverbot herrscht, wo es keine Religionsfreiheit gibt, ein autoritäres Regime, wo Sie versuchen, hier den Menschen Sand in die Augen zu streuen, als wenn es sozusagen um eine normale Regierung ginge, die man jetzt nur noch bei Demokratieförderung und Rechtsstaatlichkeit unterstützen möchte. Das hat mit der Situation und der Realität in Somalia überhaupt nichts zu tun. Ich bitte Sie, schauen Sie sich die Verfassung in diesem Land an. Es herrscht die Scharia. Da können Sie mir nicht sagen, dass das sozusagen auf dem Weg der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie ist. Und wenn wir uns die Begründung der Bundesregierung für die Verlängerung dieses Einsatzes auch noch mal anschauen, in dem Text selbst, stoßen wir auch auf eine regelrechte Erzählung der Erfolge der bisherigen Bundeswehreinsätze. Tausende somalische Soldaten wurden ausgebildet. Dies wird in einem scheinbaren Zusammenhang des Zurückdrängens der Al-Shabaab-Milizen am Horn von Afrika gebracht. Aber ist die Entsendung der Bundeswehr wirklich mit einer Erfolgsgeschichte verbunden, frage ich Sie. Oder ist sie nicht vielmehr eine weitere abenteuerliche Unternehmung der deutschen Außenpolitik, mit viel Geld wenig symbolische Weltgeltung erreichen zu können? Ja, weil die politische Situation, die Sie ja zum Positiven wenden wollen, laut Ihrem Antrag, immer weiter eskaliert. Sicher, die Al-Shabaab sind zurückgedrängt worden, aber ich frage Sie, zu welchem Preis? Die Erfolge sind zu einem Gutteil den Truppen des Nachbarlandes Kenia zu verdanken, das nun kräftig mitmischt im somalischen Bürgerkrieg. Und ich bitte Sie, schauen Sie sich auch die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes an. Anschläge, Kämpfe, bewaffnete Auseinandersetzungen prägen das Bild für Kenia in den Reisewarnungen. Immer stärker werden auch hier Touristen bedroht. Das heißt, eines der Haupteinnahmequellen dieses Landes, Kenia, droht wegzubrechen. Sicher, Al-Shabaab ist zurückgedrängt, aber zugleich wurde der somalische Bürgerkrieg stark ausgeweitet. Da frage ich Sie, sehen so eigentlich Erfolge aus? Mittlerweile denkt die politische Klasse Kenias laut über Verhandlungen für eine politische Lösung mit den Al-Shabaab nach. Da frage ich mich, warum setzt die Bundesregierung im Gegenteil weiter auf einen Krieg, der so überhaupt nicht zu gewinnen ist? Wir als Linke finden, wir brauchen eine politische Lösung. Auch in Somalia gilt, verhandeln ist allemal besser, als zu schießen oder eben ein solch autoritäres Regime mit Militärausbildern zu unterstützen. Und ein zweites möchte ich ansprechen. Deutschland ist ja leider nicht nur mit Militärausbildern an diesem schmutzigen Krieg da in Somalia beteiligt. Somalia ist neben Pakistan, Afghanistan und dem Jemen das Land, das die meisten Opfer durch Drohnenmorde der USA zu beklagen hat. Von den extralegalen Hinrichtungen der Al-Shabaab-Kämpfer werden eben auch dabei viele Zivilisten getötet. Das ist das eine, meine Damen und Herren. Das andere aber ist, dass diese Morde auch mit Unterstützung aus den US-Stützpunkten auf deutschem Boden, nämlich Ramstein in Rheinland-Pfalz und AFRICOM in Stuttgart, Baden-Württemberg, begangen werden. Auf beharrliches Nachfragen meiner Fraktion hat die Bundesregierung Fragen an die USA dazu geschickt. Die USA haben, wen wundert es, in ihren Antworten an die Bundesregierung verneint, dass Ramstein und Stuttgart mit in die Mordstrategie mittels Drohnen eingebunden wären. Da frage ich Sie, warum glauben Sie den USA, obwohl ehemalige Beteiligte an diesem Mordprogramm ganz klar ausgesagt haben, auch im deutschen Fernsehen, dass die US-Stützpunkte in Deutschland bei den Drohnenmorden in Somalia eine zentrale Rolle spielen? Warum gehen Sie diesen Aussagen nicht nach und veranlassen entsprechende Inspektionen und Untersuchungen der US-Stützpunkte? Ich will es Ihnen sagen, weil Sie nicht bereit sind,
weil sie nicht bereit sind, die demokratische Souveränität in Ramstein und in Stuttgart durchzusetzen. Wenn sie wirklich bereit wären, dem Grundgesetz in Deutschland Geltung zu verschaffen, bliebe ihnen nichts anderes übrig. Bitte denken Sie an die Redezeit. Ja, das ist mein letzter Satz, Frau Präsidentin. Bliebe ihnen nichts anderes übrig, als diese Mordzentren zu schließen oder zumindest jetzt sich selbst auch ernst zu nehmen als Regierung und Parlament, in diesen Stützpunkten auch Untersuchungen zu machen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär.